Gute Nachrichten für alle Thailand-Reisende. Die Phuket Sandbox wurde gestern Abend offiziell bekannt gegeben. Die exakten Regelungen wurden in der Royal Gazette veröffentlicht und sind somit bindend. Alles andere davor waren quasi entweder Vorschläge oder Ideen und Entwürfe, die eingebracht wurden, aber bei weitem noch nicht offiziell. Deswegen hat man in den letzten Wochen auch viele, ja, ich sag mal, Schlagzeilen und Artikel gelesen, die schlussendlich mit der wirklichen Phuket Sandbox wenig zu tun haben. Schlussendlich war zum Beispiel die Rede von irgendwelchen Tracking-Armbändern oder sogar von Fußfesseln, die den Touristen angelegt werden. Das alles ist nicht der Fall, das ist rausgeflogen aus dem Sandbox-Konzept. Genauso wurde auch zwischendurch berichtet, dass man zum Beispiel in das Hotel in Phuket dann keinen thailändischen Partner holen darf, sondern nur, wenn man mit denen verheiratet ist und es nachweisen kann. Auch das ist nicht der Fall. Das waren eben, wie gesagt, alles nur Ideen und Entwürfe. Das Problem allerdings war, dass es aus den meisten Artikeln gar nicht so klar, ja, zu erkennen war. Es klang oft schon so, als wäre es offiziell, als wären es die offiziellen Regelungen für die Phuket Sandbox, aber die wurden eben erst gestern Abend veröffentlicht und somit war alles davor, naja, teilweise Humbug, aber einiges wurde natürlich auch übernommen. Und als kurze Info für alle, die mit dem Begriff Phuket Sandbox noch nichts anfangen können, das ist quasi ein Pilotprojekt zur Wiedereröffnung von Thailand, was ab dem 1. Juli 2021, also ab morgen, in Phuket erprobt wird und ja, vollständig Geimpften eine quarantänefreie Einreise nach Thailand bzw. Phuket ermöglichen soll. Voraussetzung ist jedoch, dass man 14 Tage auf Phuket bleibt und danach dann erst in andere Regionen Thailands reisen kann. Und was die genauen Voraussetzungen sind für dieses Projekt, das erkläre ich dir jetzt. Die erste Voraussetzung ist, dass man vollständig geimpft ist mit einem von der WHO zugelassenen Impfstoff und die letzte Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Also wenn die Impfung jetzt eben zum Beispiel nur eine Woche zurückliegt, dann kann man am Phuket Sandbox Projekt nicht teilnehmen, beziehungsweise müsste noch eine Woche länger warten. Es gibt allerdings eine Ausnahme, und zwar Kinder, also Kinder unter 18 Jahren, die zusammen mit ihren Eltern reisen. Bei denen wird kein Impfnachweis benötigt. Da reicht es eben, wenn die Eltern geimpft sind. Die nächste Voraussetzung ist, dass man aus einem Land mit niedrigem bis mittlerem Risiko reist. Dazu zählen aktuell über 60 Länder, unter anderem eben auch Deutschland, Österreich, die Schweiz und zahlreiche weitere Länder in Europa. Allerdings hier gibt es auch wieder einen kleinen Haken, den man beachten muss. Und zwar muss man mindestens 21 Tage vor Abflug sich in diesem Land aufenthalten. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem anderen Land ist, was nicht zu diesen, ja, über 60 Ländern gehört und dann schnell nach Deutschland reist, da vielleicht nur ein paar Tage bleibt und dann nach Phuket reist, dann würde das nicht funktionieren, sondern man muss wirklich 3 Wochen vor Abflug sich in diesem Land aufenthalten. Inwiefern man das Ganze dann nachweisen muss, das weiß ich jetzt aktuell nicht. Vielleicht muss man es auch einfach nur angeben, dass man sich innerhalb in den letzten 3 Wochen in diesem Land aufgehalten hat. Keine Ahnung. Vielleicht fliegt da einer die nächsten Tage und kann es dann mal unten in die Kommentare schreiben. Die nächsten Voraussetzungen sind eigentlich relativ ähnlich zur Einreise mit Quarantäne. Und zwar braucht man einen Flug, der direkt nach Phuket geht, also einen internationalen Flug, ohne Zwischenlandung in Bangkok. Das ist aktuell nicht möglich, aber es gibt schon diverse Airlines, die eben Flüge aus dem Ausland direkt nach Phuket anbieten. Dann braucht man das Certificate of Entry, also wie auch bei der aktuellen Einreise. Man braucht eine Auslandskrankenversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 100.000 US-Dollar für jegliche Covid-19-Behandlung und man braucht einen negativen PCR-Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, also da gibt es wirklich keinen Unterschied, ob geimpft oder nicht geimpft. Jeder muss aktuell diesen Test machen. Anders als zur Einreise mit Quarantäne braucht man jedoch kein Quarantänehotel, sondern ein SHA Plus Hotel. Das sind eben speziell zertifizierte Hotels, die bestimmte Hygienestandards erfüllen und wo, glaube ich, auch 70% der Hotelangestellten geimpft sind. Die sind auch deutlich günstiger als die Quarantänehotels. Das günstigste, was ich jetzt, glaube ich, in Phuket gesehen habe, war so 14 Nächte ab 9.000 Thai Baht. Vielleicht zur Orientierung, die Quarantänehotels war das günstigste so um die, ja, ich glaube 27.000 Thai Baht. Also ist schon ein deutlicher Unterschied. Allerdings sind natürlich in den Quarantänehotels 3 PCR-Corona-Tests inklusive und eben auch 3 Mahlzeiten am Tag. Hingegen beim SHA Plus Hotel, da ist kein Essen inklusive, keine Corona-Tests inklusive. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt.
Denn selbst für Geimpfte, die vor Abflug schon einen negativen Corona-Test vorgelegt haben, die müssen in Phuket 3 weitere Corona-Tests machen. Also einen direkt am Anfang, einen in der Mitte und einen am Ende. Und die Corona-Tests müssen auch selber bezahlt werden. Preise bewegen sich zu circa zwischen 2.500 Thai-Baht bis 4.000 Thai-Baht pro Test. Also kommt man dann so insgesamt ungefähr auf 8.000 Thai-Baht nochmal extra, die oben drauf kommen auf das Hotel plus natürlich Geld für Essen. Allerdings darf man sich dann auch frei bewegen auf Phuket, beziehungsweise man muss am ersten Tag noch abwarten, bis das Testergebnis vom ersten Test vorliegt. Aber das kriegt man in der Regel am selben Tag, zumindest ist es so vorgesehen. Und dann kann man wahrscheinlich noch entweder abends oder sonst spätestens am nächsten Tag das Hotel verlassen, darf sich dann frei auf Phuket bewegen und man darf sogar auch das Hotel wechseln, wenn man Lust hat. Man muss die ersten 7 Tage im gleichen Hotel bleiben, kann danach in ein anderes SHA Plus Hotel aber wechseln, wenn man will. Und hier noch ein wichtiger Hinweis, das SHA Plus Hotel muss bereits im Voraus bezahlt und gebucht werden. Und das gleiche gilt auch für die 3 PCR-Corona-Tests. Das war auch noch eine Änderung, die sich last minute irgendwie noch reingeschmuggelt hat. Und das heißt, das muss man dann beides hochladen, wenn man das Certificate of Entry beantragen will. Also wer jetzt denkt, okay, er fährt da jetzt hin, bucht dann vor Ort irgendwas und die Tests, die macht er dann auch irgendwie vor Ort. Es klappt so natürlich nicht. Das muss alles vorher gebucht werden und natürlich auch bezahlt werden. Und nur mit diesem Nachweis wird dann auch das Certificate of Entry ausgestellt. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den letzten Voraussetzungen. Man muss 2 Apps installieren. Einmal die Thailand Plus App und einmal die Mochana App. Das sind beides so Corona-Tracking-Apps, wo man sich quasi, auch wenn man in irgendwelche Shopping-Malls geht, kann man so QR-Codes einscannen zum Einchecken und Auschecken. Diese Apps muss man beide am Handy installieren. Wenn man kein Handy hat, weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wie es bei der Phuket Sandbox ist. Bei der normalen Einreise ohne Quarantäne gab es da auch immer irgendeine Regelung. Bei mir war es sogar so, dass sie bei der Einreise das nicht mal überprüft hatten, obwohl es eigentlich gefordert war. Vielleicht hatten sie schon im System gesehen, dass ich schon aktiviert hatte oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wie das genau bei der Phuket Sandbox abläuft, keine Ahnung. Und dann vielleicht nochmal als Info für alle, die kürzer als 14 Tage in Thailand bleiben wollen. Wobei ich schätze, das wird auf die wenigsten Leute zutreffen. Wer diese ganzen Hürden auf sich nimmt, der bleibt bestimmt auch ein bisschen länger. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, kürzer zu bleiben. Allerdings muss man dann direkt mit einem internationalen Flug aus Phuket wieder ausreisen. Also man kann ja nicht sagen, okay, ich fahre nach Bangkok und fliege von da zurück, sondern man muss direkt von Phuket einen internationalen Flug haben, der das Land wieder verlässt. Und das waren eigentlich auch schon kurz und knapp die ganzen aktuellen Bedingungen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Kannst du mal gerne noch offene Fragen unten in die Videobeschreibung stellen, denn ich bin mir sicher, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch so einige Fragen aufkommen werden. Und wenn ich die beantworten kann, werde ich natürlich nochmal ein Video dazu machen oder es direkt in den Kommentaren beantworten. Also dir vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao!